Ja, hallo zusammen und willkommen zu meinem neuesten Let's Play-Projekt. Und zwar spiele ich diesmal Don't Starve. Und wie man sieht, habe ich auch die Erweiterung Reign of Giants. Allerdings, wenn man hier ein neues Spiel erstellt mit Reign of Giants, dann sagt einem das Spiel, dass das für erfahrene Spieler ist. Und deswegen denke ich, werde ich das tatsächlich mal auslassen für die ersten paar Partien, da das Ganze ein Roguelike ist und ich davon ausgehe, dass ich sowieso sterben werde und wieder von vorne anfangen muss, kann ich das immer noch einschalten, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, wie das Spiel ganz abläuft und was ich überhaupt tun muss. Denn bislang weiß ich nicht besonders viel darüber. Ich habe es gerade einmal angespielt, um die Steuerung zu testen und um die Aufnahme zu testen. Und ich habe ein paar Let's Plays gesehen, aber jetzt nicht wirklich genau darauf geachtet, was da ablief, sondern mehr so im Hintergrund nebenher laufen lassen. Ich weiß also relativ wenig über das Spiel. Ich weiß nur eins, wir sollten nicht verhungern und wir sollten nicht sterben. Gut, wieder wie immer, bevor ich lange rede, denke ich, können wir uns direkt in ein neues Spiel stürzen. Die Einstellungen müssten alle passen. Ich mache Reign of Giants aus. Charakter könnt ihr theoretisch wählen, aber momentan haben wir nur unseren Gentleman Scientist, der einen wundervollen Bart sich wachsen lassen kann. Das ist seine Spezialfähigkeit offensichtlich. Welt. Nehmen wir auch einfach die Standardwelt. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Ich will mir das jetzt auch gar nicht alles durchlesen. Und ich danke, dann geht's einfach mal los. Viel Spaß bei Don't Starve. Wunderschöner Ladebildschirm, finde ich. Hey there, du siehst nicht so gut aus. Du findest besser was zu essen, bevor die Nacht kommt. Tja, dieser Typ begrüßt uns in dieser seltsamen Welt, in der wir gestrandet sind. Ich habe keine Ahnung, wer der ist und warum er aus dem Boden herauskommen und wieder vorhin verschwinden kann. Jedenfalls ist das hier unser kleiner Hauptcharakter. Wir haben Tag 1, die Uhr tickt langsam, wir sind satt, wir sind gesund und wir sind geistig auch noch voll auf der Höhe. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, mein Mauszeiger sollte eigentlich ein anderes Icon haben. Jetzt habe ich hier den normalen Windows-Mauszeiger. Naja, würde schon im Moment passen. Wenn das irgendwie ein Fehler ist, dann werde ich das nochmal in der nächsten Aufnahme ändern. Diese Aufnahme wird übrigens wahrscheinlich auch relativ kurz werden, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Und eine Sache, die ich noch machen wollte, in den Settings die Musik wieder etwas lauter machen. Im Menü ist die nämlich relativ laut, aber ich denke, im Spiel ist sie nicht so aufdringlich. Gut, dann sammeln wir mal ein paar Blumen ein. Und wir haben hier etwas, was ich noch nicht kenne. Ein Spinnennest. Möchte ich das überhaupt stören? Klebrig, okay. Ah, okay. Oh, jetzt ist eine Spinne hinter uns her. Und wir haben noch keine Waffe. Na toll. Das geht ja gut los. Ich hau einfach mal ab. Hase! Oh, okay. Der Hase flieht vor uns. Kenn ich die Spinne? Ich kann die... Okay, ich hasse Spinnen und ich kann sie nicht bekämpfen. Ich brauche eine Waffe. Naja, soll die Spinne uns ein bisschen jagen. Sie ist eh zu langsam, um uns zu erwischen. So, ich kann was bauen, denn da gerade oben ist meine Toolbar grün geworden. Hier ist alles, was wir so basteln können. Das ärgert mich jetzt voll, dass diese Spinne mich die ganze Zeit jagt. Kann ich die eigentlich abhängen? Oder folgt die mir endlos? Ah, okay, sie geht zurück. Wunderbar, dann kann ich jetzt auch etwas mehr in Ruhe die Sache erklären. Ist ja echt ein guter Start. Wir haben hier Werkzeuge, habe ich gesehen. Wir haben eine Pickaxe, also eine Spitzhacke und eine normale Axt zum Bäume fällen. Ich will natürlich beides, wenn ich genügend... Nein, natürlich habe ich nicht mehr genügend Steine dafür. Aber vielleicht finden wir noch irgendwo einen. Jedenfalls kann ich jetzt mit dieser tollen Axt... Bäume fällen. Na, komm. Stirb, du Baum. Na also. Und ja, wie bei Minecraft geht die langsam kaputt. Das heißt, man muss die immer wieder neu basteln. Bäume fällen ist insofern wichtig, da ich Holz brauche für ein Feuer. Denn wer kein Feuer hat, wird in der Nacht ziemlich schnell gefressen von all dem Viechzeug, was hier draußen rumrennt. So viel weiß ich auf jeden Fall schon. Und es werden wahrscheinlich nicht nur Spinnen sein. Schmetterling! Schmetterling!
Ja, ziel auf die Augen. Na! Ah, okay, der Schmetterling ist ein bisschen zu schnell für uns. Dafür haben wir jetzt unseren Stein gefunden, um uns eine Spitzhacke zu bauen. Sehr schön. Die möchte ich bitte in diesem Slot, weil jetzt sind die immer schön, wenn ich die benutze hier hinten drin. Dann ist das schön sortiert. Und schön sortiert ist ja gut. Okay, der Hunger geht langsam hoch, beziehungsweise unser Mageninhalt runter. Vielleicht sollten wir dann auch nochmal nach was Essbarem uns umschauen. Die Tierwelt ist ja momentan noch etwas zu schnell für uns, offensichtlich. Was haben wir hier noch? Gras? Nehme ich. Eigentlich ist es so ein Spiel, bei dem man erstmal alles sammelt, was man kriegen kann. Und ich könnte jetzt natürlich versuchen, diese Vögel oder Hasen hier zu jagen, aber ich glaube... Ah, ich werde dich zerstören. Ja, die sind einfach ein bisschen zu schnell für uns. Vor allem, wenn er immer stehen bleiben muss zum Angreifen. Aber das habe ich auch schon gesehen, man kann irgendwie Fallen bauen. Oh, und wir haben Rohstoffe, um ein Lagerfeuer zu bauen. Das ist schon mal sehr gut. Mache ich, sobald es richtig dunkel wird. Oh, Bienen. Oh Gott. Ich glaube, mit denen möchte ich mich nicht anlegen. Insbesondere nicht, wenn es jetzt dunkel wird. Da fäll ich lieber noch ein paar Bäume. Das ist jetzt so die Abenddämmerung. Das kann man noch überleben. Das kann man über sich ergehen lassen. Da muss man noch nicht unbedingt sofort ein Feuer bauen, soweit ich weiß. Oder vermute. Ja. Und man kann auch die Kamera drehen, wenn man mal hier so einen Baum hat, der alles verdeckt. Möchte ich nicht zu oft machen, weil dann verliere ich irgendwann total die Orientierung. Schön, schön. Gras abgeschnitten in der Blüte seines Lebens. Ich hätte gerne noch was Beeren oder sowas. Hier, ist noch Karotten. Oh, sehr schön. Und was wir auch haben, ist eine Karte, die uns sagt, was wir schon alles angeschaut haben. Hier gibt es auch so einen Pfad irgendwie an den Bienen vorbei. Das heißt, vielleicht findet man da irgendwie, tja, Bewohner oder sowas, weil irgendjemand muss diese Straße ja gebaut haben. Blumen, da, Karotten. Das ist ein guter Platz. Karotten. Ich mag Karotten. Unsere geistige Gesundheit geht jetzt auch langsam runter. Ich nehme an, das hängt damit zusammen, dass es dunkel ist und wir ein bisschen Angst haben in der Nacht. Ist ja auch verständlich. Ich denke mal nicht, dass wir wissen, wo wir sind und warum wir hier sind und was da draußen alles lauert. Gefährliche Spinnen auf jeden Fall schon mal. Naja, jetzt müsste ich mir auch eigentlich mit der Axt die Spinnen bekämpfen können. Das werde ich dann, denke ich, auch gleich tun. Samen, Blumen... Ja, also das machen wir am nächsten Tag auf jeden Fall. Da gehe ich schon mal in diese Richtung. Aber gleich wird es eigentlich Zeit, hier ein Lagerfeuer aufzubauen. Oh, ganz viele neue Sachen, die wir basteln können. Das können wir eigentlich alles in der Nacht anschauen, weil da hat man, soweit ich weiß, eh nicht viel zu tun. Okay, noch eine Karotte. Und dann gehen wir hier über dieses schöne Feld. Oh, da ist die Straße wieder. Sehr schön. Oh, wir haben noch was Neues, was wir bauen können. Irgendwas mit Waffen. Okay. Aber ich möchte runter zurück zu... Okay, es wird langsam, es wird sehr spät. Ich brauche Licht. Ein Campfire. Hierhin bitte. Wunderschön. So. Ja, jetzt wird es nämlich richtig dunkel außenrum. Also hier draußen... Ist jetzt eigentlich kaum mehr was zu sehen. Ah, absolut überhaupt nichts mehr zu sehen. Und das Lagerfeuer braucht auch wohl ein bisschen mehr Holz, schätze ich mal. Ja, das sieht doch deutlich besser aus. Okay, jetzt können wir uns erstmal anschauen, was wir hier alles basteln können. Diese ganzen Sachen hier sind noch nicht verfügbar. Und zwar brauchen wir eine Wissenschaftsmaschine, eine Science Machine, um das Ding zu erforschen. Hier haben wir eine Fackel. Oh, das ist natürlich nützlich. Da werde ich mir überlegen, eine zu bauen, damit ich in der Nacht auch durch die Gegend rennen kann. Was haben wir hier? Eine Falle. Ja, das brauchen wir, um diese Hasen zu fangen. Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir unsere Science Machine. Die braucht Gold, Holz und Steine. Naja, Steine haben wir jetzt auch gar keine abgebaut mit unserer Spitzhacke. Dann, das war das hier gerade, ein Grass Suit, also Rüstung aus Gras. Will ich die denn schon bauen? Da ich gegen die Spinnen kämpfen will, wahrscheinlich sogar schon. Ich baue sie einfach mal. Sehr schön. Eine Grasrüstung.
So, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen was essen. Karotten hier. Damit unser Hunger mal wieder sich legt. Unser Mageninhalt sich füllt. Sehr schön. Nochmal Holz nachlegen. Oh ne, es wird schon wieder Tag. Schön. Ja, vor lauter Gerede, das ging ja schnell. Okay, jetzt kann ich natürlich wieder nicht genügend, um eine Falle zu bauen. Was brauchte die nochmal? Die braucht mehr Grasbüschel. Okay. Dann werden wir ein paar Grasbüschel sammeln und dann die Spinnen bekämpfen. Ist das Feuer jetzt auf unserer Karte eingezeichnet? Nein, aber die Spinnenhöhle. Das heißt, das Feuer müssen wir uns merken, dass das so südlich von der Straße liegt. Und das Spiel scheint auch zu pausieren, während ich in der Karte bin. Das ist ganz gut. Oh, und speichert. Meine Axt ist auch schon fast wieder kaputt. Da werde ich bald eine neue bauen müssen. Meiner Rüstung geht's noch gut. Huch, ist da gerade ein Baum nachgewachsen? Egal, ich baue erstmal eine Falle. Zack. Die kommt erstmal nach hier hinten. Und jetzt möchte ich mich mit diesen Spinnen hier anlegen. Stirb, Spinnenhöhle! Oh shit. Haha! Monsterfleisch und Seide. Und ein Frosch. Gott, wow, der ist ja gefährlich, der Frosch. Froschschenkel, Blütenblätter. Okay, unsere Axt ist kaputt, wenn ich das richtig sehe. Und die dramatische Musik, okay, die dramatische Musik hört auf. Ja, gesundheitlich, wir sind so bei der Hälfte gelandet. Wow, immerhin, wir haben überlebt. Ich weiß auch nicht, wie sich die regeneriert, ob man jetzt irgendwie Heilungssachen basteln muss oder ob das automatisch wieder hochgeht mit der Zeit. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir erstmal neues Holz sammeln werden. Bedeutet das, dass der Frühling kommt, sagt er gerade? Ich weiß nicht, auf was er das gesagt hat, auf was er damit reagiert. Hase! Okay, wo ist unsere Falle? So, können wir die mit einer Karotte... Oh, ja, ja, ja. Wundervoll. So, Häschen, geh doch mal dahin. Da unten gibt's lecker Essen. Ah, da war einer in der Nähe. Den möchte ich da gerne... Ich hoffe, dass der sich da jetzt hinbegeben hat. Ja, sehr schön. Können wir den jetzt hier uns schnappen? Wir haben die Falle. Ah ja, und wir haben einen Hasen. Wir können ihn ermorden. Oh. Naja, was tut man nicht alles, um ein gutes Stück Fleisch zwischen die Zähne zu kriegen? Stirb, Hase. Oh. Was? Morsel? Was ist denn Morsel? Irgendein Fleisch. Also halt Hasenfleisch, vermute ich mal. Aber das Wort kannte ich bisher noch nicht. Sind die Kröten immer sauer? Ja, die sind echt sauer. Ich weiß gar nicht warum. Was haben die nur gegen uns? Tja, okay, okay. Nur noch ein bisschen Zeit, bevor die Sonne untergeht. Allerdings habe ich nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Naja, mal schauen, wie lange ich noch machen kann. So, was erkunden wir denn jetzt noch? Was brauchen wir denn gerade? Neue Falle? Naja gut, die funktioniert ja noch. Ah, die kann man eigentlich auch wieder irgendwo da drüben aufstellen. Bei den Karotten sollten sich ja noch mehr Hasen rumtreiben. Neue Falle. Hierher. Er sagt schon, dass es bald dunkel wird, ja. Sollten wir auch unsere Campfeuer wiederfinden. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo genau das war. Vielleicht ist das jetzt auch einfach verschwunden. Oh, Pilze. Vielleicht ist das einfach verschwunden, weil ich es nicht mehr mit Holz gefüttert habe. Eigentlich müsste dann vielleicht noch so ein Ring von Steinen da sein. Scheint aber gerade nicht so zu sein. Und wir haben eigentlich auch überhaupt noch keine Felsen gefunden zum Abbauen, oder?
Irgendwo auf der Karte Felsen? Sieht nicht so aus. Unsere Falle sieht man auch. Hier ist auch noch irgendwas Interessantes. Das werde ich mir morgen anschauen. Für den Moment gehe ich nochmal kurz die Straße hier ab. Interessant übrigens auch, dass er nicht schlafen muss. Aber vielleicht ist das explizit angenommen, dass er schläft, weil die Nacht so kurz ist im Vergleich zum Rest. Tja, hier ist das Meer. Oh. Oder zumindest ein See oder sowas. Na gut. Aber immer noch keinerlei Steine. Steine wären eigentlich wichtig. Denke ich mal, weil daraus kann man neue Sachen machen. Insbesondere die Science-Maschinen. Und auch Gold kommt, glaube ich, aus so Steinbrocken raus, die man abbaut mit der Spitzhacke. Naja, muss ich dann morgen suchen. Scheint also kein so großartiger Ort zu sein hier. Oh, der wäre ja beinahe in Reichweite gelandet, dass ich ihn einfach hätte ermorden können. Schauen wir nochmal hier drüben, was jetzt das da ist. Oh, ein Wormhole. What? Oh, warum sollte ich da reinhüpfen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Andererseits bin ich neugierig. Morgen vielleicht. So, hier haben wir Felsen. Was ist das hier? Nieder? Ist das Schwefel oder sowas? Ein einsamer Felsen. Ich glaube, da oben ist noch einer. Ja. Komm schon, ich brauche Gold. Gold! Ah, Mist. Okay, und es wird Zeit, ein Lagerfeuer zu bauen. Machen wir einfach mal hier an der Straße, wo es von hell zu dunkel geht, weil dann finde ich es auf jeden Fall wieder. Das sollte man sich merken können. Noch ein paar Stöcke drauf, damit das auch schön brennt. Und dann müssten wir doch unser Fleisch hier drauf auch braten können, oder? Ja. Okay, das essen wir, denn wir sind langsam wirklich, wirklich hungrig. Wir essen Monster Meat, das möchte ich auch kochen. Dann kann man es vielleicht essen. Oh Gott, war ein Fehler. Eben geht's nicht so gut. Und ich glaube, unsere Sanity, unsere geistige Gesundheit geht auch ein bisschen runter dadurch, oder? Nee, so, vor allem die normale Gesundheit ist auch runtergegangen. Also, das war keine so tolle Idee. Froschschenkel kochen. Das ist wiederum eine sehr gute Idee. Meiner Meinung nach. Ja, das schmeckt doch. Ah, und es leuchtet auch immer grün auf, wenn es hochgeht. Ah, also durch Essen geht auch unsere Gesundheit hoch. Schön. Gut, ich habe gerade nichts, was ich basteln kann. Ist das echt so? Wow. Mir fehlen die Äste. Ah, und hier haben wir unser Fire Pit, um eine bessere Feuerstelle zu bauen, die auch dann dauerhaft überlebt. Wir hatten nämlich ja keine Steine außenrum. Die Fackel, genau. Also ich brauche mehr Äste, ganz klar. Und ich brauche Gold für die Science Machine. Das ist ganz wichtig. Gut. Unserem Zeug, unserer Ausrüstung geht es eigentlich ganz gut. Wir haben Seide, die schaue ich mir mal an. Aus dem Hintern einer Spinne. Mhm. Samen. Oh, ich wollte sie gar nicht essen, ich wollte sie anschauen. Naja, gut. Die kann ich vielleicht irgendwie einpflanzen oder so. Aber scheinbar nicht hier. Und damit beginnt unser dritter Tag. Ich esse noch ein paar Beeren. Und warte darauf, dass das Ding speichert, weil ich meine, das tut es an jedem Anfang des Tages, richtig? Müsste eigentlich gleich. Wenn nicht, dann mal einen schnellen Blick auf die Karte. Ah, dieses Wormhole hier. Unsere Falle prüfen unten. Also da, ich springe da noch rein irgendwann. Bald, demnächst. Genau, und da ist unser Speicherpunkt. Und weil wir gespeichert haben, werde ich jetzt das Let's Play an dieser Stelle beenden und das nächste Mal weitermachen. Bis dann. Tschüss.